So, weil der Tag noch jung genug ist, gleich noch herzlich willkommen in diesem Video, in dem ich eine andere Thematik mal gerade in den Fokus rücken möchte. Und einfach bitte überlegt mal einfach gerade mit und schreibt sehr gerne in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Ich kenne mehrere Menschen, die mit Verschwiegenheitsklauseln zu tun haben, beruflich, die in ihren Berufen ziemlich schreckliche Dinge miterleben müssen, nicht am eigenen Leib, aber die mit den Auswirkungen der Opfer, also die mit den Opfern einfach konfrontiert sind und von daher Einblicke in Welten bekommen, die den meisten Menschen aus Horrorfilmen bekannt sind. Also jeder, der eigentlich einen Arbeitsvertrag unterschreibt, hat da irgendwas auch drin, so wie Firmengeheimnisse nicht verraten dürfen und sowas alles. Das ist eine Sache. Und dann gibt es aber auch zum Beispiel ärztliche Schweigepflicht oder anwaltliche Schweigepflicht, die man, oder zum Beispiel habe ich, ich kenne mehrere Menschen, die in Einrichtungen für Kinder oder Jugendliche oder auch Senioren arbeiten, die mir quasi eigentlich durch die Bank weg, obwohl sie mir eigentlich gar nichts darüber erzählen dürfen, aber halt auch relativ anonym, ich kenne da keine Namen von Betroffenen, ich kenne nur die Zustände von denen, die mir berichten, die sich natürlich in den letzten 2 Jahren ziemlich verhärtet haben, ziemlich verschärft haben, worüber aber der Allgemeinbürger einfach immer noch nichts weiß, weil die nämlich alle tatsächlich einer Schweigepflicht unterliegen. Sie dürfen nicht mal ihren Partnern erzählen, was sie auf der Arbeit erleben. Niemandem. Vielleicht einem Therapeuten, weil der ja wieder der Schweigepflicht unterliegt. Diese Schweigepflichten sind primär und augenscheinlich immer dazu da, um das Opfer zu schützen. Dadurch, dass aber halt eben gar nicht über diese Fälle gesprochen werden darf, auch nicht anonym, passiert es unweigerlich, dass das ganze Unrecht, was an diesen Menschen verübt wird, auch unter den Tisch fällt. Das ist eine sehr bemerkenswerte Nebenerscheinung. Und wenn man sich das im Ganzen mal anguckt, dann fragt man sich, ob das tatsächlich eine Nebenerscheinung ist oder halt eben ein ganz bewusst herbeigeführter Effekt, der sich einstellt, wenn niemand irgendwas sagen darf. So, und dann gibt es immer noch Leute, die sich nicht vorstellen können, dass ein Team von, keine Ahnung, vielleicht 20, 30 Leuten 1969 in einem Hollywood-Studio eine Mondlandung inszeniert hat, die dann halt als live und als echtes Erlebnis um die Welt gegangen ist und sich nicht vorstellen können, dass es eine solche Verschwörung gibt. Während so viele hier selbst in diesem Land Verschwiegenheitsklauseln unterschreiben müssen, um ihren Job machen zu können und dann tatsächlich auch nichts sagen. Und bei ganz expliziten Fällen, wo man wirklich darauf einfach noch bauen muss, dass nichts liegt, dass nichts durchsickert, kann man dann auch den betroffenen Arbeitnehmern, die Fresse halten sollen, einfach noch ein bisschen zusätzlich drohen. Die haben auch Familien, kann man relativ leicht. Gibt auch genügend Leute, die, nachdem sie nichts mehr hatten zu verlieren, die Fresse aufgemacht haben und Klartext geredet haben. Das ist auch kein, das ist nicht irgendeine fantastische Idee, dass es so etwas gäbe, dass Menschen unter Druck gesetzt werden,
damit sie den Mund halten oder bezahlt oder wie auch immer. Also das empfinde ich für mich heute als gar nicht mehr so schwierig, eine solche Täuschung tatsächlich zu bringen. Ich mache dieses Video, weil eben im Kontext meiner Kommunikationsregel eine Frage auftauchte in Bezug auch auf solche Dinge, ob der Regierung eigentlich bewusst ist, was für Folgen ihre Idiotie im Volk hat. Und zwar innerhalb der Familien. Durch dieses ganze Social Distancing und dann auch diese tierische Spalterei und dann noch zusätzlich im Lockdown passiert es halt eben, dass wieder die Schwächsten richtig auf die Fresse kriegen. Und ich rede gerade von tatsächlich physisch misshandelten Kindern, die grün und blau geschlagen aus ihren Elternhäusern extrahiert werden und in Einrichtungen gesteckt, wo sie vor den Eltern sicher sind. Und auch bestimmt nicht überall. Ich weiß auch von Menschenhandel durchs Jugendamt und bla bla bla. Ne? Es geht immer, aber mir geht es gerade einfach mal um Situationen, wo den Kindern tatsächlich geholfen ist. Der ganze andere fällt wieder unter Schweigepflicht. Ne? Dürfen die Leute wieder nicht so reden. Sind wir auch wieder beim Thema, aber es ist ein anderes Paar Schuhe gerade einfach. Worauf ich hinaus will ist, Da bekommen in solchen Einrichtungen Menschen sehr vermehrt in der letzten Zeit mit, was für Auswirkungen die Corona-Maßnahmen in den Familien und vor allen Dingen in den nicht so gut situierten Familien haben. Wenn Kinder sich nicht mehr einfach frei mit Freunden treffen dürfen, dann ist das frustrierend. Wenn Eltern nicht mehr so arbeiten können und ihr Leben so gestalten, wie sie sich das gestaltet haben, dann ist das alles frustrierend. Wir haben also logischerweise mit einfach sehr vielen frustrierten Menschen im Moment zu tun. Und wenn die dann auch noch gezwungenermaßen innerhalb ihrer Familien aufeinander sitzen, dann muss man sich nicht wundern, dass gerade immer mehr Familientragödien passieren. Und jede einzelne davon ist eine Auswirkung dieser Corona-Maßnahmen. Und ich stelle halt die Frage gerade mal wirklich in den Raum. Weil ist die Regierung sich dessen bewusst, dann sind das richtig dreckige Arschlöcher, kann man so sagen. Und all das will ich aber nicht unbedingt von denen behaupten, die gerade einfach nicht so viele Probleme mit dem haben, was die Regierung so von sich gibt und auch noch fordern von anderen Menschen, also nicht nur selber dem folgen, sondern den anderen auch noch aufzwingen wollen, dass die auch folgen dem, was der Regierung sagt. Boah, ihr merkt, wie abartig ich das finde. Ist diesen Menschen das bewusst? Ist diesen Menschen das Leid bewusst, das durch die Corona-Maßnahmen entstanden ist und immer weiter entsteht? Und wenn ja, wie könnt ihr das dann weiter fordern?
Das verstehe ich halt einfach nicht. Ich möchte bitte, dass mir das jemand erklärt. Ich verstehe es nicht. Es wird ja von mir erwartet, dass ich es verstehe. Deswegen möchte ich es bitte, dass es mir jemand erklärt. Wie kann man? Ich weiß es nicht. Vielleicht, weil man sich dessen nicht bewusst ist und nicht selber vor diesen verprügelten Kindern steht, die grün und blau geschlagen sind, Knochen gebrochen haben, schwerste Traumata für den Rest ihres Lebens zu bewerkstelligen haben. Und das nicht, weil die irgendwo, keine Ahnung, gelandet werden, sondern weil das in ihrem eigenen Elternhaus passiert. Weil Menschen ihre Eltern sind, die gerade völlig überfordert mit der Situation in ihrem eigenen Leben sind. Und keiner weiß davon, weil keiner davon reden darf. Den Menschen, die weiter fordern, dass diese komischen Corona-Maßnahmen, die alle, wo man wirklich, also da, puh, das sind einfach 3-4 Experten, die seit 2 Jahren eine Meinungshoheit haben, von denen ich mir wirklich überlegen soll, würde anstelle von jeder, also jeder sollte sich gerade überlegen, jeder, ob das wirklich so eine gute Idee ist, der Meinung von 3-4 Experten Folge zu leisten, bloß weil die Regierung das tut. Wenn solche Folgen daraus entstehen. Und das Ding ist, es gibt da keine Statistiken drüber, ich finde keine. Das ist auch was, was mich zum Beispiel, bis ich halt eben auch diesen ganzen Blödsinn komplett ausgemacht habe auf meinem Bildschirm und nichts mehr davon konsumiert habe, echt tierisch auf den Sack gegangen ist. Dass da ja. Einfach keine Gesprächsbereitschaft mehr besteht. Und ich weiß nicht, ob wir uns als Menschen, uns selbst und auch uns als Gruppe da einen wahnsinnig großen Gefallen mit tun. Ich glaube, langsam wird es Zeit für jeden, mal ein bisschen über den Tellerrand hinauszudenken. Und sich zu fragen, was diese Hände eigentlich tun. Was dieser Kopf eigentlich denkt, jeden Tag. Und ob das meine eigenen Gedanken sind oder ob ich die von irgendwo her habe und einfach nur wiederkäue wie ein Rind. Kann ja jeder halten, wie er will. Aber wenigstens das sollte dann jeder auch so wahrnehmen und jeden anderen bitte auch das so wahrnehmen lassen, wie er will. Das wäre mal eine Einigung. Da gäbe es um einiges mehr Frieden auf diesem Planeten. Aber genau das ist ja das, was nicht gewollt ist. Das ist ja genau das, was nicht gewollt ist. Dann wären wir ja frei. Ich wünsche euch den Frieden.